Du Jens, ich habe eine Frage per Mail bekommen. Ja. Und zwar zur TTC-Ableiterfamilie Messsteuerregelungstechnik. Ja. Dieses Fernmeldeset, ne? Ja. Wie wird das aufgebaut und gibt es da irgendwas zu beachten? Kannst du das mal zeigen? Das kann ich zeigen. Ich habe in meiner Musterkiste habe ich so ein Set. Ja. Lass uns mal in die Werkstatt gehen und wir bauen das einfach mal auf. So Jens, ich habe hier in meine Musterkiste, da habe ich natürlich auch ein paar TTC-Ableiter drin, ne? TTC-Abkürzung, Termitrap Complete-Familie, also die Ableiter für die MSR. Und da siehst du, die haben wir von super schmal, ne? 3,5 mm Baubreite bis 6 mm Baubreite, dafür aber steckbar das Ganze. Mhm. Hat eine Statusanzeige hier oben dran, also das heißt, wenn der defekt ist, überlastet ist, dann würde hier oben ein rotes Feld erscheinen. Und in dem Fall würde er dann dieses Loch hier verschließen. Ja. Und dieses Loch brauchen wir tatsächlich für dieses Fernmeldeset, was der Kunde ja gefragt hat. Und das ist dieses hier. Das besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Musst du dir vorstellen, wie eine Lichtschranke. Mhm. Die werden einfach zwischen oder rechts und links von dem Überspannungsschutz platziert. So. Und wenn natürlich dann der Ableiter defekt anzeigt, das Loch verschließt, kommt Lichtstrahl nicht mehr durch. Und das würde dann entsprechend über einen potenzialfreien Kontakt gemeldet werden. Mhm. Und das wollen wir ja mal ausprobieren. Ja. Es gibt ja im E-Shop unter jedem Produkt immer unsere Packungsbeilage. Das ist hier das von unserem Fernmeldeset. Und dann gibt es hier nochmal so einen Anwenderhinweis, damit man also für die gesamte Produktfamilie weiß, worauf ist zu achten. Denn das war ja die Frage vom Kunden, worauf muss man achten. So, und das wollen wir mal aufbauen. Du liest mal in der Zwischenzeit mal aufmerksam, was wir alles beachten müssen. Erst die natürlich die erste Frage. Es gibt ja Sender und Empfänger. Da gibt es auch eine bestimmte Einbaurichtung. Was muss wohin? Ja, der Sender auf die linke Seite. Okay, mache ich. Lichtstrahl und dann auf die rechte Seite der Empfänger. Okay, das mache ich. Gut. So, welche Spannungsversorgung brauchen wir üblicherweise? 10 bis 36 Volt DC. Ich habe ein 24 Volt Netzteil. Ich habe hier mal was vorbereitet. Jetzt steht auf dem Produkt drauf, genau, wo muss Plus und wo muss Minus hin. Das heißt, oben auf der Klemme 1 ist der Plus. Genau, das wollen wir jetzt auch mal machen. Minus und auf die 2. So, und das machen wir bei einem anderen natürlich genauso. So, das haben wir gemacht. Jetzt kommt der Überspannungsschutz dazwischen. Nein, man hat ja üblicherweise nicht nur einen, man hat ja mehrere davon, ne? Aber es vom Prinzip her, ich das einfach nur mal zeigen, das müsste so also auch funktionieren. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Ja. Es ist alles verdrahtet. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Zack. Es blinkt. Es blinkt. Wird initialisiert. Okay. Gelesen. Aha, jetzt ist dauerhaft grün. Das heißt also, dann wird er wohl fertig sein. Dann ist das System jetzt einsatzbereit. Das heißt, es müsste jetzt der Steuerung gemeldet werden. Es ist alles in Ordnung. Ja. Der Überspannungsschutz ist in Ordnung. Die Anlage ist geschützt. Über die Lichtschranke quasi. Genau. Und wenn die unterbrochen ist? Wenn die unterbrochen ist, das probieren wir einfach mal aus. Ein kurzes Unterbrechen stört gar nicht. Wie du siehst, es ist immer noch grün. Das ist kein Problem. Ja. Weil er muss mindestens 5 Sekunden anzeigen oder muss 5 Sekunden unterbrochen sein, damit er dann entsprechend noch rot anzeigt. Ich simuliere das einfach mal. Ein defekten Ableiter wäre ja, Lichtstrahl kommt nicht mehr durch und du siehst, dann fängt er natürlich an zu blinken und sagt, hier Freunde, stimmt irgendwas nicht. Ja. Bis er dann umschaltet. Jetzt zeigt er rot an. Jetzt würde der Kontakt entsprechend geschaltet werden, dass dann die übergelagerte Steuerung das entsprechend dann auch mitbekommt. Mhm. Genau, das hat einfach was damit zu tun, wenn mal ein Stecker kaputt ist, dass ich den einfach mal rausziehen kann oder zu einer Messung zum Beispiel oder ähnliches, dass dann nicht sofort dann immer gleich die Fehlermeldung losgeht. Dafür ist diese Verzögerung da. Also wie du siehst, kein Hexenwerk, das ist relativ simpel, das Ganze vom Anschließen her. Trotzdem war das eine gute Frage und eine berechtigte Frage, weil wenn ich das noch nie gemacht hätte, dann würde ich auch mehr Gedanken darüber machen, wie man es macht. Und deswegen, ich bin gespannt, was die nächste Frage sein könnte, die uns vielleicht erreichen wird. Okay. Gucken wir uns eine an. Schönen Dank. Gerne.